Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Deck-Review-Video. Zwar heute zu den Vasallen, beziehungsweise halt Mini-Monarchen, die in dem nächsten Booster-Set Crossed Souls rauskommen. Also normalerweise kommt ja alle 3 Monate ein neues Set. Aber irgendwie ist zwischen dem Set Secrets of Eternity aus dem Januar und dem Set hier jetzt in Crossed Souls, das im Mai rauskommt, 4 Monate Pause gewesen. Deswegen gibt es uns ein bisschen Zeit, um über die Karten und Decks und Archetypen, die in dem Set rauskommen, ein bisschen zu reden. Und heute halt die Vasallen. Also als erstes haben wir da Lucius, der Shadow Vasall. 1 Stern, 800 ATK, 1000 Death. Effekt ist, du kannst ein Level 5 oder höher Monster aus deinem Friedhof banishen und diese Karte halt Spezialbeschwören von deiner Hand. Aber in dieser Runde kannst du keine Monster aus deinem Extra-Deck Spezialbeschwören. Und wenn diese Karte für eine Tributbeschwörung tributet wird, dann kannst du alle gesetzten Karten von deinem Gegner anschauen. Und dann kann halt nichts auf diesen Effekt anchainen. Und du kannst die jeweiligen Effekte von Lucius nur einmal pro Runde aktivieren. Also sein Effekt begeistert mich jetzt nicht so sehr. Also sein zweiter Effekt, dass er die gesetzten Karten anschauen kann, finde ich ist relativ nutzlos. Also ist immer gut, extra Informationen zu haben, aber das ist jetzt nicht spielentscheidend oder so. Also meiner Meinung nach eher unnötig. Und kannst ihn halt specialen und dann halt opfern für deine Monarchen. Aber das ist halt minus 1. Dafür gibt es halt Bombfrosch, der immer wieder kommt und man kein Minus macht. Aber schauen wir erstmal weiter, was die anderen Vasallen können. In dem Set sind, also kommen, werden 5 Vasallen rauskommen und eine weitere Monarchen-Zauberkarte. Aber über die werden wir später reden. Als nächstes haben wir erstmal Garum, der Stormvasall, Level 3. Auch 800 ATK und 1000 Death. Und sein Effekt ist, du kannst ein Tributmonster zurück auf die Hand holen und ihn halt specialen. Und dafür darfst du halt auch wieder für den Rest der Runde kein extra Deckmonster spezial beschwören. Wenn er geopfert wurde für eine Tributbeschwörung, kannst du ein Monster mit 800 ATK und 1000 Death aus deinem Deck auf die Hand holen. Und wieder kannst du nur einmal die jeweiligen Effekte aktivieren. Ich nehme mal an, alle Vasallen haben diese 800 ATK, 1000 Death Werte. So kannst du dir jeden Vasall auf die Hand holen. Und im Gegensatz zu dem Shadow Vasall von gerade eben, macht der halt kein Minus, weil du halt eben ein Monster wieder auf die Hand holen kannst. Machst du Ausgleich, weil er sich ersetzt. Und sein Effekt, ein Tributmonster zurück auf die Hand zu holen, kann auch nützlich kommen. Dann kannst du zum Beispiel Kaios und Reiser und sowas wiederverwerten, weil deren Effekte sich nur einmal triggern. Ich nehme mal an, damit kann man auch LADD zurück auf die Hand holen. Weil das, glaube ich, also Kosten sind, um ihn zu beschwören. Also ich glaube nicht, dass LADD das negieren würde. Und das war halt bisher ein großes Problem im Frogmonarch, dass solange LADD liegt, du selber nichts machen konntest. Und du musstest halt abwarten, bis er so oft wie es geht alles negiert hat. Und jetzt kannst du ihn zum Beispiel halt, nachdem er ein, zwei, dreimal negiert hat, zurück auf die Hand holen und dann vielleicht sogar wiederverwerten. Also den Sturmvasall finde ich sehr interessant. Auf jeden Fall 1000-mal besser als den Shadowvasall. Dann haben wir als nächstes Landrope, der Rock Vasall. Der hat 4 Sterne, wieder 800 ATK, 1000 Death. Und sein Effekt ist, du kannst ein offenes Monster vom Gegner wählen. Dreh es in die verdeckte Verteidigungsposition. Dann kannst du den Landrope halt aus der Hand specialen. Und wieder kannst du dadurch dann für den Rest des Zuges nicht mehr aus dem Extra Deck specialen. Wenn er geopfert wird für eine Tributbeschwörung, kannst du ein Monster mit 800 ATK und 1000 Death aus deinem Friedhof zurück auf die Hand holen. Und wieder können die Effekte jeweils nur einmal aktiviert werden. Also der ist auch nicht schlecht, also er ersetzt sich auch selber wieder, wenn du ihn opferst, also machst du kein Minus. Und da lässt sich auch schon ein kleiner Loop feststellen. Du opferst halt den Windvasall, holst du dir den Rockvasall auf die Hand, opferst den Rockvasall, holst dir den Windvasall zurück auf die Hand und so weiter. Also die zwei sind bisher auf jeden Fall gar nicht schlecht. Dann haben wir noch Berlins. Der Firestorm-Vasall, Level 3, 800 ATK, 1000 Death wieder mal. Effekt, du kannst eine Karte abwerfen und ihn spezial beschwören von deiner Hand. Und wieder kannst du dann für den Rest der Runde keine Monster aus dem Extra-Deck spezial beschwören. Und wenn er geopfert wird für eine Tributbeschwörung, kannst du dir die Hand von deinem Gegner anschauen und eine Karte banishen bis zur Endphase. Also ich muss sagen, der Kerl ist richtig scheiße. Der macht halt direkt konstant minus 2. Erstmal machst du minus 1, um ihn zu beschwören, spezial zu beschwören, dann machst du nochmal minus 1, indem du ihn opferst und sein Effekt bringt halt gar nichts, weil in der Endphase
der Gegner die Handkarte zurück auf die Hand bekommt. Und wenn er dran ist, dann hat er sie wieder. Also das würde jetzt nur was bringen, wenn du bei Kyros oder Swift Scarecrow oder Battlefader triffst oder so und dann ihn OTKs oder so. Also richtig enttäuschend, dieser Feuervasal. Dann haben wir jetzt letzten Vasal, also beziehungsweise vorletzten. Ich habe noch gesehen, es gibt einen Wasser- oder Eisvasal. Aber der war irgendeine Promo in Japan. Der kommt nicht bei uns raus. Aber der vom Effekt her kann der auch eigentlich nichts. Er kann sich halt nur spezial beschwören. Egal, also der letzte ist Mithra, der Thunder Vasal. Level 2, 800 ATK, 1000 Death. Der Effekt ist, während deiner Main Phase kannst du den Effekt aktivieren. Du kannst für den Rest der Runde keine Monster aus dem Extra Deck specialen. Und dafür kannst du ihn halt aus der Hand specialen. Und falls du dies tust, special ein Vasal-Token, Typ Donner, Licht, Level 1, 800 ATK, 1000 Death auf die Spielfeldseite von deinem Gegner in Defense. Und wenn diese Karte geopfert wird für eine Tributbeschwörung wieder, kannst du noch eine Tributbeschwörung diese Runde machen, zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung. Also so eine Art Doppelsummon. Überzeugt mich vom Effekt her auch nicht so wirklich. Also von diesen 5 Vasalen sind nur der Wind und der Rock relativ gut, meiner Meinung nach. Die anderen kann man total vernachlässigen. Es sei denn, es kommt noch mehr Support raus. Vielleicht Zauber- und Fallenkarten, die die Karten irgendwie ausnutzen. Ansonsten eher enttäuschend, abgesehen von den anderen zwei da. Dann haben wir noch eine Zauberkarte für Monarchen, die rauskommen wird. Und zwar The Dominion of the Legendary Monarch. Spielfeldzauberkarte. Solange du kein Extra-Deck-Karten hast und ein tributbeschworenes Monster kontrollierst und dein Gegner dafür nicht, kann dein Gegner keine Monster aus dem Extra-Deck spezial beschwören. Und wenn ein tributbeschworenes Monster, das du kontrollierst, ein gegnerisches Monster angreift, kriegt es 800 ATK. Und einmal pro Runde kannst du den Level von einem Monster aus deiner Hand, das 2800 ATK und 1000 Death hat, um 2 Sterne reduzieren. Also mit den Werten sind wahrscheinlich dann die Megamonarchen gemeint. Die haben alle Level 8, also würde man sie auf Level 6 reduzieren, dann bräuchten sie nur noch ein Tribut, was gar nicht schlecht ist. Mit den Vasallen kann man die halt dann specialen und dann die Megamonarchen tributen. Ansonsten der Nicht-Special-Effekt finde ich ganz interessant. Also wir wissen allgemein, dass Floodgate-Karten immer sehr stark sind und gegen bestimmte Decks könnte die Karte gar nicht schlecht sein, also könnte gesided werden. Das Interessante durch die Vasallen ist halt, dass jetzt diese ganzen Zauber- und Fallenkarten für Monarchen spielbar sind. Also es sind ja bisher schon mehrere davon rausgekommen, wo man kein Extra-Deck und so haben darf. Aber die wurden halt bisher relativ vernachlässigt, weil Monarchen immer noch als Frog-Monarch mit Baumfrosch gespielt wird. Und solange man den spielt, kann man halt keine Zauber und Fallen spielen. Deswegen wurden die bisher vernachlässigt, obwohl ich finde, dass die relativ interessante Effekte haben. Und das Gute an den Vasallen ist halt jetzt, dass man vielleicht diese Zauber- und Fallenkarten jetzt spielen kann und ausnutzen kann und dadurch die Monarchen mal in eine andere Richtung gehen und vielleicht dadurch halt stärker werden. Wir werden es sehen. Ansonsten war es das zu den Vasallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und unsere anderen Videos abchecken. Und ciao.